Hallo zusammen, hier ist Kai von Travel Camping Living. Jetzt geht es mal nicht um ein Fahrzeug, sondern um eine Sitzbank. Und das ist die neue Sitzbank von Pössl. Und die gibt es in allen Summit-Modellen optional. Entweder direkt ab Werk oder, Achtung, nachrüstbar vom Händler. Kann also, wenn man sie jetzt noch nicht direkt mitbestellen möchte, später nachgerüstet werden mit wenigen Handgriffen. Der Clou bei der Sache ist, bisher konnten auf der Bank zwei Menschen sitzen. Jetzt passen da drei drauf mit wenigen Handgriffen. Ein Bauteil seht ihr schon hier. Das muss man irgendwo separat mitschleifen, im Keller oder sonst wo verstaut. Es gibt dafür keine wirkliche Verstaumöglichkeit, die vorgesehen ist. Das liegt wahrscheinlich dann im Keller. Alle anderen Komponenten sind im Sitzblock verbaut und versteckt. Und das bauen wir jetzt mal um. Und wie funktioniert jetzt der Aufbau des Bettes? Achtung! Rausziehen, Polster wegnehmen, Klappe hoch, Rückwand einsetzen, rastet ein, Sitzfläche rausnehmen, rastet auch ein. Fertig. Stabil und bequem. Wer natürlich ein bisschen kürzer gebaut ist als ich mit 1,80, bei dem hängen die Beine stärker in der Luft. Da muss man sich dann vielleicht noch irgendwas drunter stellen, kleines Höckerchen, weil auf langen Fahrten gibt das sonst wohl noch ein Problem mit der Blutzirkulation. Und mit knapp 80 Kilo sitze ich hier super. Natürlich anschnallen. Sehr genial, sehr flexibel und sehr einfach. Der Abbau. Überraschung. Polster weg. Hochklappen. Dann kann man das Rückenteil leicht wegnehmen. Sitzbank einklappen. Und Knopf ziehen. Verschwindet die wieder da, wo sie herkam. Deckel zu. Fertig. Das ist in einer Minute oder sogar schneller gemacht, wenn man geübter ist. Soweit also die Vorstellung des dritten Sitzplatzes bei Pössl in den Summits. Ab Werk oder nachrüstbar in Zukunft. Gute Option. Vielleicht nicht unbedingt für Langstrecken auf Urlauben, aber im Alltag, wo man immer mal drei Passagiere hinten mitnehmen muss, kann das durchaus Sinn machen. Das war's auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal für mehr. Gibt immer wieder Kastenwagen- und Reisevideos bei uns. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid und einschaltet. In diesem Sinne, macht's gut und bis demnächst. Ciao.